Eva Schmidt, Sie sind Mitglied bei der ASKÖ. Ja. Und jetzt können Sie uns vielleicht etwas sagen, was so die typischen oberösterreichischen Sportarten sind und warum die Oberösterreicher die gerne ausüben. Ja, so typische Sportarten ist zum Beispiel, wenn ich vom ASKÖ ausgehe, ist einmal Laufen, Tennis spielen, dann Stockschießen, Sommer und Winter. Ja, Tennis ist Mannschaftssport natürlich, da geht es ein bisschen ans Eingemachte, aber Laufen und eben die Stockschießen ist wirklich so zum Spaß. Was ist das Besondere, das Reizvolle daran, Eisstockschießen oder dann eben im Sommer Asphalt? Ja, es ist die Gesellschaft, und also, dass man unter die Leute ist. Und lustig ist ja, wenn es so ein bisschen heiß hergeht, aber wenn keiner dabei ist, der dann beleidigt ist, wenn wer mal nicht trifft, gibt es ja leider auch, aber ist bei uns nicht. Also bei uns geht es wirklich, es macht so viel Spaß und das passt. Wolfgang Otschenaschek, Sie sind Bogenschütze im österreichischen Nationalkader. Was ist eigentlich so das Besondere oder die Bereicherung, die dem Bogensport innewohnt? Ja, also ich muss sagen, ich bin vor 7 Jahren zum Bogensport gekommen. Für mich ist das fast wie mit einer Virusinfektion gewesen. Ich war absolut begeistert. Auf der einen Seite ist im Bogensport natürlich also was Archaisches drinnen, weil letztendlich ist die erste Distanzwaffe gewesen, und wenn man sich in Ötzi anschaut, war der Bogen auch ganz was Wichtiges. Aber was mich aus gesundheitlicher Sicht extrem fasziniert, ist, dass der Bogensport uns so eine stark meditative Komponente hat, sehr stark zentriert in unserer hektischen Welt uns zu uns zurückwirft. Und man hat beim Bogensport einfach sofort Resultate. Man sieht, schaffe ich es, bei mir zu bleiben oder nicht. Und das macht sicher diese Faszination aus. Also deshalb war ich auch eine potenzielle Bereicherung für Jugendliche, für junge Menschen? Auf jeden Fall für Junge, aber ich glaube für Ältere genauso. Beim Bogensport ist eins, was, also ich habe schon oft gesagt, es hilft mir, mich besser zu verstehen, weil beim Bogensport, speziell wenn man instinktiv schießt, also ohne Visiereinrichtungen drauf, da muss man einfach ein Vertrauen zu sich selbst, zu seinem Unterbewusstsein haben. Und es ist nämlich faszinierend, was da auf unserer Festplatte abgespeichert ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 55 Meter im Freien irgendwo hinschießen muss, ist es eigentlich faszinierend, dass mein Körper jetzt die Hand hebt oder mein Gehirn der Hand den Befehl gibt, die hebt sich, und dann treffe ich das auch noch. Ja? Und sobald man da etwas reinfunkt und ich das Vertrauen zu mir nicht habe und irgendein so ein Bumuckl im Kopf sagt, naja, ist weit, doch ein bisschen höher, schießt man schon drüber oder drunter. Und da kann man sich dann die Frage stellen, warum vertraue ich mir eigentlich nicht? Und man kann sich dann fragen, ob das in anderen Lebensbereichen, die jetzt nicht unbedingt im Sport zusammenhängen, Beruf, Partnerschaft etc., wie man da dann gelagert ist, nicht? Oder ob es da dann nicht Parallelen gibt. Besten Dank. Jetzt der Bogenschützensport in Oberösterreich, wie wird der hier so wahrgenommen? Sie haben jetzt sehr viele Vorteile und sehr viel genannt, was einen persönlich bringt. Aber der Bogensport jetzt, was bringt der Oberösterreich und welchen Stellenwert hat er hier? Ja, grundsätzlich sind wir nach wie vor eine Randsportart. Das hängt auch damit zusammen, weil Österreich im Moment nur keinen Olympiastarter hat. Daran wird natürlich sehr stark gearbeitet. Und man muss zur Erklärung sagen, es gibt verschiedene Bogenklassen. Eine von diesen Bogenklassen ist olympisch, leider nur eine. Und man muss sich natürlich darauf auch stark fokussieren. In Oberösterreich ist sehr viel Gutes passiert. Wir sind das stärkste Bundesland mit den meisten Bogenvereinen auch. Es gibt einen sehr starken Stützpunkt, und über den Stützpunkt wird dann auch der Nationalkader beschickt. Also es tut sich da auf dem Sektor also sehr viel. Es wird mit Psychologen zusammengearbeitet, mit Mentaltrainern und so weiter. Also es ist auf eine sehr professionelle Schiene in den letzten 3-4 Jahren gerückt. Passiert viel. Super, dann hoffen wir, dass der Bogensport auf dieser Schiene weiterfahren kann. Ja. Besten Dank. Danke auch. Alfred Vogt.
Vorhaus ist ein Präsident des Oberösterreichischen Plattenwerfen Landesverbandes. Jetzt, was ist die besondere Faszination des Sportes, den Sie hier ausüben? Ja, das ganz Besondere ist, dass es erstens ein Freiluftsport ist und ein Sport für alle von der Jugend, angefangen von 8 Jahren bis über 80 Jahre, die diesen Sport betreiben können. Und es ist wirklich eine sehr spannende Meisterschaft und man muss natürlich sehr präzise werfen können. Kann man sagen, dass es eine typische oberösterreichische Sportart ist? Es ist sicher ein hauptsächlich im Viertelbereich, also typische Sportart, wo sich aber schon wieder weit mehr ausbreitet. Okay, wunderbar. Besten Dank für Ihre Auskunft. Monika Hofer von der Landessportdirektion des Sportlands Oberösterreich. Welche sind so die typischen oberösterreichischen Sportarten? Ja, die typischen oberösterreichischen Sportarten sind Eisstockschießen, Skifahren, also überhaupt die Wintersportarten, Rodeln. Man, ganz typisch, wir sind auch für alle Sportarten. Also Eisstockschießen, Skifahren, würde ich sagen, wirklich die typischen oberösterreichischen. Aber sonst sind wir für alle offen. Wie sieht es so aus mit der Jugend? Für welche Sportarten kann sich die Jugend vor allem begeistern? Ich glaube, wenn die Jugend gefördert wird, können sie sich für alle Sportarten begeistern. Sie müssen nur hingebracht werden zu diesen Sportarten. Aber momentan sind Volleyball ist sehr bei der Jugend beliebt. Es ist auch beliebt, ja, die ganzen Trendsportarten, die Fun-Sportarten. Aber ich sehe auch sie, wenn man die Jugend, gerade bei der Messe sieht man, irgendwie was zeigt, sind sie für alle Sportarten zu begeistern. Welches ist Ihre Sportart? Für welche sind Sie Feuer und Flamme? Feuer und Flamme bin ich für Skifahren, bin ich für Tanzen. Das sind so meine zwei Favorit. Schwimmen gehört auch noch dazu. Haben Sie einen abschließenden Tipp für die Schweizer Skinational? Für die Schweizer Nationalmannschaft? Ein Tipp? Ich glaube, dass jede Nation einmal Jahre hat, wo es besser geht und weniger gut geht. Die Talente sind ja nicht jedes Jahr so stark vorhanden. Und es ist für die Konkurrenz gut, einmal diese Nation, einmal die andere, weil das belebt den Sport. Super, besten Dank, Frau. Ich wünsche der Schweiz alles Gute. Das ist lieb, das können Sie brauchen. Aber man sieht, ein bisschen werden es eh schon wieder, ein bisschen kleine Flammen kommen schon wieder. Okay. Und ich bin überzeugt, es wird auch wieder. Dann hoffen wir, dass sich diese Hoffnung auch bewahrheitet. Super.